Das Lied beherrscht die ganze Welt, so heißt es im Motto des Garstner Männerchors. Der Chor besteht seit 1903 und umfasst 24 aktive Sänger. Als Hauptmitwirkender beim Advent in Dambach ist er fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Garsten. Haltet in den dunklen Tagen euer Herz bereit. Tannen werden Licht ertragen und die Leuchten weit. Leuchten in der Nächte Schweigen und im kalten Wind. Der Männergesangsverein Garsten hatte eine große Aufgabe übernommen. Er richtete in Zusammenarbeit mit dem Chorverband Oberösterreich die internationale Alpenländische Chorweihnacht der Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Chorverbände aus. In der renovierten Stiftskirche von Garsten, einem der schönsten Kalone-Bauwerke des Hochbarocks in Österreich, konzertierte das Concerto di Natale. Es ist in jedem Fall ein berührender Moment heute Abend gewesen. Es waren doch viele Höhepunkte in der Pfarrkirche in den letzten Wochen. Altarweihe, Orgelweihe und heute als Abschluss dieses Chorkonzert. Was mich aber besonders gefreut hat, auch der Empfang vorher mit dem Präsidenten der Aargach und den Landespräsidenten. Es ist eine berührende, tolle Gemeinschaft, die wirklich gemeinsam an einen Strang zieht. Und das spürt man auch heute bei diesem Auftritt. Oberstudienrat Magister Hans-Joachim Holz, Präsident des Chorverbandes Oberösterreich, sprach die Begrüßungsworte. 6 verschiedene Chöre aus Bludenz, Trentino, Udine, Kössen, Teisendorf und Garsten boten den zahlreichst erschienenen Besuchern ein Festkonzert klassischer, adventlicher und weihnachtlicher Lieder. Das dargebotene Liedgut mit den herrlichen Melodien und fein empfundenen Texten verkündete von der Erwartung und vom Kommen des Messias. Zwischen den einzelnen Liedern brachte der Obmann des Männergesangsvereins Garsten, Silvester Riegelthaler, Worte zum Mitdenken zum Besten. Leidenschaft am Singen, Freude an der Gemeinschaft, Wachsen am unerschöpflichen Schatz des Gesanges, Begeisterung und engagierter Einsatz. All diese Komponenten wurden von den Sängerinnen und Sängern im Vortrag nicht nur dargeboten, sondern bewusst gelebt. Ein harmonischer Klangkörper, tiefe, klare und volle Stimmen, ein perfekter Stimmensatz und eine traumhafte Akustik entführten die Konzertbesucher in beinahe sphärische Klänge. Es war wirklich eine gute Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Solche Gesänge gehen durch die Haut und vor allem, wenn sie in so hoher Qualität vorgetragen werden, dann spürt man nicht nur das, was gesungen wird, dann spürt man auch die Botschaft dahinter. Und bei einem internationalen Konzert wird einmal mehr sichtbar, dass die Musik die Menschen verbindet über alle Grenzen hinweg, die menschliche Gesellschaft geschaffen hat. Ich war dabei, wie am 8. Dezember die neue Orgel eingeweiht wurde. Das war also wirklich ein wunderbares Fest für Garsten und für die Umgebung. Und heute dieses Konzert, das ist also wirklich eine Symbiose, möchte ich sagen, zu Weihnachten hin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir da heute dabei sein haben dürfen. Will uns bis den Ort andeuten, wo wir suchen sollen den Herrn.
Mal in 30 Jahren war die Alpenländische Chorweihnacht in Oberösterreich, davon jüngst eben in Garsten. Ein Chor bedeutet Gemeinschaft, Heimatbewusstsein, gemeinsames Singen und das Voraussetzung schaffen für internationale Verständigung. Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Chorverbände ist der beste Beweis für all diese Feststellungen und das Festkonzert in der Garstner Stiftskirche zeigte dies auf eindrucksvollste Art und Weise.